Faszination Technik. Die heutige Zeit stellt neue Anforderungen an moderne Beförderungssysteme. Anforderungen an Ökologie und Wirtschaft, genauso wie an Effizienz und Sicherheit. Herausforderungen Zukunft. Neue Aufgaben sind zu lösen. Intelligente Lösungen sind gefragt. Lösungen, die vorhandene Ressourcen voll einbeziehen. Wie gelangt der Mensch auf sicherem und komfortablen Weg von A nach B, ohne dabei die Umwelt zu belasten? Welchen Beitrag kann die Technik leisten, Schnelligkeit, Flexibilität und Umweltverträglichkeit miteinander zu verbinden? Neoplan hat sich diesen Fragen angenommen und ein neues Nahverkehrskonzept entwickelt. Das Ergebnis dieser Entwicklungsarbeit: Neoplan Megashuttle. Der Megashuttle ist ein Großraumfahrzeug mit einer Fahrgastkapazität von 180 Plätzen. Allein 100 davon Sitzplätze. Trotz Reduzierung des Verkehrsraumes gegenüber einem Gelenkzug wird die Sitzplatzkapazität um rund 100% gesteigert. Damit eignet sich das Fahrzeug besonders als Verbindung von Cities mit Vorstädten sowie im Städteschnellverkehr. Der Neoplan Megashuttle ist die Alternative und Ergänzung zu schienengebundenen Verkehrsmitteln. Bei ähnlicher Fahrgastkapazität, aber wesentlich geringeren Kosten. Der Megashuttle basiert auf einem schon bewährten Konzept, dem Megaliner. Schon 1978 wurden vierachsige Reisedoppeldecker nach Argentinien und in die Türkei geliefert. Es folgten 17 Fahrzeuge für das Cap Kennedy. Der Einsatz in Europa wurde möglich durch die neue Vierachslenkung, die geltende EG-Richtlinien in Kurvenlaufeigenschaften unterschreitet. Die ökologischen und ökonomischen Vorteile des Megaliners wurden übertragen auf die Stadtbusausführung. Die Vorteile des Megashuttles im Einzelnen. Die Fahrgastkapazität ist gegenüber einem konventionellen Gelenkzug deutlich höher. Drei große Doppeltüren und drei Treppenaufgänge garantieren einen optimalen Fahrgastfluss. Dadurch werden kurze Haltestellenaufenthalte gewährleistet. Fahrgäste bedeuten im Vergleich: Im Megashuttle finden alle einen bequemen Sitzplatz. Im Gelenkzug müssen bereits rund die Hälfte aller Fahrgäste stehen. Noch deutlicher wird dies bei der Gesamtkapazität. Der Megashuttle kann maximal 180 Personen befördern. Der Gelenkzug hingegen muss bereits viele Fahrgäste an der Haltestelle zurücklassen. Zusammenfassend: Der Megashuttle hat gegenüber einem Gelenkzug nahezu die doppelte Sitzplatzkapazität und dadurch doppelten Komfort für die Fahrgäste. Auch innerhalb von Städten fährt der Megashuttle sicher. Die speziell entwickelte Neoplan Vierachslenkung ist geschwindigkeits- und fahrtrichtungsabhängig. Dadurch erhält das Fahrzeug eine erstaunliche Wendigkeit. Der 25-Meter-Kreis der EG-Bestimmungen wird deutlich unterboten.
Durch den Verzicht auf ein Fahrzeuggelenk ist der Mega-Shuttle auch immer beherrschbar, selbst in extremen Situationen. Für das Optimum an Sicherheit und Fahrkomfort bietet Neoplan alle sinnvoll einsetzbaren Systeme. ABS und ASR für optimale Traktion und Spurstabilität. Der Motor und das Getriebe sind im Heck quer eingebaut. Diese optimale Anordnung bringt mehr Innenraum für die Fahrgäste. Der Fußboden des Fahrzeugs ist durchgehend ebenerdig, ohne jegliche Stufe. Der Einstieg wird für alle Fahrgäste sicherer, schneller und bequemer. Neoplan ist Erfinder dieser Technologie. Seit über 30 Jahren bauen wir Niederflur-Omnibusse. Ein weiterer Vorteil: Das Fahrzeug besticht durch sein modernes Erscheinungsbild. Der Mega-Shuttle passt dadurch ideal in die Architektur moderner Städte. Und last but not least, bezogen auf die hohe Sitzplatzkapazität, besitzt das Fahrzeug ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Der erste Mega-Shuttle ist bereits in Chemnitz im Einsatz. Wo U- und S-Bahnen enden, bringt der Mega-Shuttle die Fahrgäste sicher und bequem nach Hause. Fahren Sie gemeinsam mit Neoplan in die Zukunft. Getreu unserem Slogan: Neoplan, dem Fortschritt einen Schritt voraus.